So, Hallöchen zurück. Da sind wir auch schon wieder, nachdem mir gerade das Intro hier in die Ohren gebrüllt wurde. So, warte mal. Wir haben... Ach genau, ich erinnere mich. Wir wollten hier versuchen, irgendwas mit Rosen hinzubekommen. Ach, der Gravitationsball. Ah, so funktioniert der. Ach genau. Oh, die rosige Kombo. Meine Güte, die Aufnahme startet einfach mit dem, was wir hier schon hatten. Und direkt mit einem Achievement. Sehr gut. So muss das sein. Oh. Frostig. Das ganze Feuer ist ausgegangen. Da muss man aufpassen. Wumm. Ein Schwall warmer Luft schnellt empor dem seit jeher kalten Nachthimmel entgegen. Ach so. Hui. Das stand nicht in der Wettervorhersage. War es ein Vulkan? Ein Sol... Ach, Moment. Das war Sugarplums. Ein Solarsturm? Nee. Eingehende Meldung. Oh, das ist nicht gut. Es war... Oh nein! Ein Haus ist niedergebrannt. Ein weiteres Heim verloren. Oh, die Sugarplums. Wer auch immer sie waren, vergesst sie nicht. Feuer kann warm sein. Feuer kann Spaß machen. Aber Feuer kann auch gefährlich sein. Punkt, Punkt, Punkt. Aber es gibt noch etwas Gefährlicheres als Feuer. Moment, da wurden wir doch schon mal am Anfang drauf hingewiesen. Was denn? Seid vorsichtig, Jungs und Mädels. Aha. Zoom! Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken, über der Stadt, der Wettermann. Ach ja, die gute alte Sugarplums. Wobei, so alt war sie ja noch gar nicht. Obwohl, na, wenn man dem Bild trauen kann, dann war sie tatsächlich nicht alt. Finde 4 weitere Kombinationen. Ja, machen wir doch mal. Hier, ich habe viele Kombinationen gefunden. Stehen hier vorne. Ausgeflipptes Essen-Kombo. Weiß nicht, Holzblöcke-Kombo. Arachnoide. Okay, warte mal. Arachnoide, da haben wir doch Spinneneier. Die gehören bestimmt dazu. Warte mal, wo, an welcher Stelle war das ungefähr? World of Goo Combo. Das heißt, die World of Goo Combo konnte man hier schon erreichen, ne? Das heißt, da ja die Kombos immer erst dann hier zu sehen sind, ne? Wenn man den entsprechenden Katalog hat, dass man die hier mit höchstens diesem Katalog hier machen kann. Also das heißt, mit den Dingen aus dem, dem, dem und dem Katalog müsste man die Arachnoide Combo machen können. So. Riesenspinne. Und da war auch nur... ging das auch nur mit einem? Oder... Ja, mit zweien, meine ich. So. Ich rede mir auch wieder was zusammen. So, und die Spinneneier. Vorsichtig, sonst gehen die ja kaputt. Guck mal, das ist gar nicht richtig abgebrannt. Sehr schön. Yay. Guck mal, wie die guckt. Oh. Ist irgendwie nur die Hälfte übrig geblieben. So. Die Propellerspinne. So. Holzblöcke Zombiegarten. Zombiegarten? Meisterhaft. Ah, ist bestimmt ein Ei mit drin. Pixelte Pixel. Warte, waren das 3? Nee, waren 2. Guck mal, da sind doch bestimmt hier Pixel. Das Pixel-Paket. Das Gaming-Tablet. Haben wir hier noch Pixel? Was Pixeliges? Eine Blitzeiswolke? Nee, die ist nicht pixelig, oder? Hm. Ich wollte hier nochmal durchschalten. So, vielleicht das Handheld Fireplace. Obwohl, verpixelte Pixel, dass es verpixelt wäre, würde ja eigentlich bedeuten, dass da irgendwas zensiert werden müsste. Aber warum sollte man die Pixel zensieren? Ah, ich weiß es auch nicht. Vielleicht gehören ja auch noch ein paar Käfer rein. Ja, wer das nicht wusste, ne, die Bugs... heißen Bugs, also die Computer-Bugs heißen Bugs, weil tatsächlich bei den
ganz ursprünglichen Computern, da musste man dann halt wirklich, das waren richtige mechanische Geräte, die irgendwie in eine Lagerhalle passten. Und da sind dann wirklich Käfer drin rumgekrabbelt und haben dann für Fehler gesorgt. Und deswegen heißen Bugs auch heute noch Bugs. Ist das nicht toll? Haben wir wieder was gelernt. So. Was passiert, wenn man die alle gleichzeitig verbrennt? Okay, das waren sie nicht, unsere verpixelten Pixel. Eine japanische Kombo. Katzenlady. Ach, die Katzenlady, klar. Warte mal, da hatten wir hier doch eine alte Frau, ne? Genau, die alte Frau-Puppe. Und hier hatten wir doch irgendwo die großartige Pupu-Katze. Die zu meinen absoluten Favoriten in diesem Spiel übrigens gehört. Das muss man ja mal sagen. Die hat mich auf jeden Fall echt gekriegt, vor allem, weil ich das hier überhaupt gar nicht gerafft habe, dass das, was hier Pupu bedeutet. Und habe ja auch das anders falsch vorgelesen damals. Damals, früher, da war alles noch besser. Und dann legt man die hier hin und dann kommt da sowas, ne? Aber ihr habt es ja gesehen. Falls nicht, angucken. So, die alte... Katzenlady. Sehr schön. Ich finde das auch richtig gut, wie gut das hier brennt. Ja. Gerahmte Kombo. Ja gut, da können wir alles mit Rahmen einbauen. Zum Beispiel das hier. Nee, die Fotos sind nicht gerahmt, aber das ist gerahmt. 3 Stück brauchte man dafür, ne? Gucken wir nochmal hinten, weil... Stimmt, genau. Ist ja erst ganz zum Schluss freigeschaltet worden hier. Das heißt, es muss ja irgendetwas da drin sein aus dem letzten Katalog. So. Komm, weg. Hier, ein bisschen. Hier, die Spinne weg. Zack. Da. Hier. So, da. Tralala. Sinnloses Gebrabbel. Huch. Haha. Gekauft. Sehr schön. Ach, wie das brennt. Das habe ich schon mal gesagt, ne? Feuer hat etwas Magisches. Man kann Feuer echt unendlich lange zugucken. Und ich finde, dass das Feuer hier auch echt sehr gut gemacht ist. Das ist natürlich stark vereinfacht, weil Feuer Verwirbelung aufruft und Verwirbelung, immer wenn irgendwas mit Verwirbelung drin ist, also immer wenn sich irgendetwas verwirbelt, Wasser zum Beispiel oder Tellerwäsche, Katzenwäsche, Moment. Wenn sich irgendetwas verwirbelt, dann ist das ganz schwer zu programmieren, weil die Gleichungen, die physikalischen Gleichungen, die das beschreiben, meistens keine einfache Lösung haben. Ne, sondern immer nur näherungsweise gelöst werden können. So, ich will hier aber gar nicht über Physik reden. Dann würde ich ja einen Physik-Channel aufmachen, ne? Ach, guck mal, jetzt... Weiß nicht, ich glaube, je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist, erscheint einem dieses Gesicht anders. Entweder freudig lächelnd, ne? Dann vielleicht so ein bisschen, als ob das die Nacht durchgemacht hat, wegen diesen Augenringen hier. Ein bisschen schelmisch vielleicht. Oder halt auch ganz suffisant. Ja. Ah, ich rede einen Quatsch. Na gut, das kennt man ja. Katzenwäsche. So. Ich hoffe mal, das klappt. Sehr gut. Ja, so wie die Katze hier ausdünstet, muss die auch echt mal gewaschen werden. Das heißt, wir können uns jetzt den vorletzten Katalog kaufen. Oh, ein imposanter Schnurrbart. Es gibt nichts Männlicheres als einen gepflegten Schnurrbart. Eine alte Bärenfalle. Und die Dynamit-Daisy. Huch, mein Handy vibriert. So, machen wir mal aus. Kaufen wir uns mal den imposanten Schnurrbart. So, warte mal. Macht sich fantastisch.
auf dem Boden ihrer Jagdhütte, ja. Nur Mutige können dieses feurige Biest zähmen. Ich bin mutig. Und einen Sportball. Lauf wieder zurück und wirf den alten Schweinslederball herum. Lauf wieder zurück und wirf den herum. Verstehe ich nicht. Glaskarten. da gibt es doch immer, wenn einer zu lange mischt. Ja, da hat sich schon einer tot gemischt. Geht wahrscheinlich nur mit Glaskarten. Ich sollte vielleicht die Sätze, die ich sage, nicht nur halb sagen, sondern auch ganz, ne? Damit man weiß, was ich meine. Das ist mir aufgefallen, dass mir das häufiger mal passiert. dass ich einfach anfange, irgendwas zu erzählen und das dann entweder nicht zu Ende erzähle. Och, guck mal, das war schon bunt. Oder das nur so erzähle, dass man das nur verstehen kann, wenn man auch meine Gedanken dazu kennt. Ja, aber meine Gedanken sind doch sehr verworren manchmal, ne? Ich meine, das kennt ja jeder, verworrene Gedanken. Höp, höp, höp. Okay, habe ich jetzt einfach nur so kaputt gemacht, aber hat auch Spaß gemacht. Oh, den Bohrkettenwerfer. Für die besten Ergebnisse nicht in Richtung Gesicht oder sensible Bereiche halten. Machen wir nicht. Eine männliche Trophäe. Wenn es etwas gibt, dass Männer mögen, dann die Muskeln anderer Männer. Aha. Gut, imposanter Schnurrbart ist auch extrem männlich. Da kriegen wir vielleicht irgendeine Kombo raus. Holzfällerhand, geschnitzt aus der Axt, die echte abtrennte. männliches Parfüm. Oh. Das ist vielleicht eine Dreier-Kombo sogar. Warte mal, was steht dabei? Gewonnen aus den Achselhöhlen der männlichsten Feuerwehrmänner und Holzfäller. Ach ja. Ein virtueller Busch aus einem deiner Lieblingsspiele direkt zu dir nach Hause. Das ist bestimmt aus Zelda oder so, ne? Also, ich kenne mich mit solchen Spielen gar nicht aus. Wie gesagt, Zelda und sowas ist an mir vorbeigegangen. Es liegt einfach daran, dass ich... Verrenne ich mich vielleicht total in irgendwelche Dinge, die überhaupt gar nicht stimmen. Ah, es liegt vielleicht daran, dass ich nie Konsolen hatte. Das habe ich aber... Ach, guck mal, hier gibt's. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Okay, das heißt, ich muss den Schnurrbart nochmal kaufen. So. Und sicherheitshalber auch mal direkt hier holen. Gucken wir mal hier rein. Oh, ja, ja. Little Inferno wurde als warmes und sicheres Spielzeug entworfen. Für Spieler aller Altersgruppen. Bitte konsultiere dein Spaßinformationspaket für eine Liste hilfreicher Sicherheitshinweise. Ja, unter anderem. Nummer 24. Das Feuer ist nicht zur Benutzung außerhalb ihres Little Inferno Fireplace gedacht. Ja, ja, das wäre gefährlich. Und eine Urheberrechtsverletzung. In Liebe, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Oh, die Säge brennt ja schon. Wann hat die denn angefangen zu brennen? Also diese Kombo. Ich will das jetzt machen. Ich will alle drei Dinge auf einmal verbrennen. Nochmal Schnurrbart kaufen. Und in 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na? Genau. Die männliche Trophäe. Oh, diese Folge wird wahrscheinlich am 23. rauskommen. Ne? Das heißt morgen. Morgen ist Weihnachten. Warte mal, die männliche Trophäe habe ich jetzt schon gekauft. Ja, komm hier, geben wir mal die Marken aus. So, machen wir ein bisschen Platz. Spinne weg. Das Ding verbrennen. Huch. Oh. War keine Kombo. Wohl männliche Kombo hier. Guck mal. Die gibt's sogar. SMS-Teenie-Kombo.
Ach, der männliche Rasierer. Guck mal. Männliches Parfüm und männliche Trophäe. Unstabile Ordnung. Warte mal, hier erst noch lesen. Er wird mit dicken und glänzenden Haaren in den Kriegen geliefert. Genauso wie es sein muss. Unstabile Ordnung kaufen wir uns nochmal. Und die Bärenfalle. Die haben wir natürlich auch gerade ausgelassen. Hier Briefmarken ausgeben. Okay, die ist wahrscheinlich so für sich genommen ein bisschen langweilig. Da muss man noch... Ein Bären. Ein Bären. Zen. Ja, da ist er. So, da hatten wir gerade einen kurzen Absturz, weil ich mich verklickt habe. Ich spiele hier im Fenstermodus, muss man dazu sagen, und habe dabei ein bisschen zu weit nach unten geklickt und dabei das Fenster aus Versehen verschoben. Und, Moment mal. Und das ist wohl dem Spiel nicht so gut bekommen. Ich spiele im Fenstermodus deshalb, weil ich ja, wie ich schon mal irgendwo erwähnt habe, meinen Monitor, einen Monitor habe, der eine 16:10. Aha. Der ein 16:10. Wie heißt das? Bildformat hat. Und ich deswegen, weil der ein bisschen kleiner ist, keine 1080p Fenster hier drauf öffnen kann. Deswegen muss ich das in 720p machen und in Little Inferno lässt sich nun mal nicht direkt einstellen, sondern muss man die Fenstergröße verändern. Und deswegen, damit das hier in 720p geliefert werden kann und keine schwarzen Balken da sind, muss ich das im Fenstermodus starten. Und so konnte das gerade passieren, dass ich das hier gerade verfailt habe. So, Spinne brennen. Na gut, was soll's. Wir sind ja wieder da. Warum ist denn diese extrem männliche Statue so leicht zu zerstören? Warum bewegt er sich so? Alles klar. Ah, da müssen wir wohl kurz warten. La la la. Habe ich mich vielleicht gerade schon wieder total verquatscht? Warum bewegt er sich denn so komisch? Oh, warte mal. Hätte ich ja jetzt echt gerne da so dran gehalten. So. Oh, ja, ja. Frrr. Sir. Ja, ja. Ja, sehr gut. Jetzt also das hier kaufen. Dann das hier hinstellen. Und anzünden.